Im Emder Klinikum ist eine sogenannte Post-Covid-Ambulanz eingerichtet worden. Sie ist eine der ersten im Nordwesten Deutschlands. Seit Anfang März können sich dort Personen untersuchen lassen, die nach einer Corona-Infektion an Spätfolgen leiden. Für die Behandlung ist eine hausärztliche Überweisung nötig. Die Planungen für das Schützenfest in Esens laufen. Erste Verträge mit großen Fahrgeschäften sind laut Platzmeister schon abgeschlossen. Ob das Fest tatsächlich stattfinden kann, hängt allerdings von den Inzidenzwerten ab. Im vergangenen Jahr ist die Veranstaltung, die sonst von Hunderttausenden besucht wird, wegen Corona ausgefallen. Alle Schnelltests der Stadt Aurich bei den Kita- und Grundschulmitarbeitern sind negativ ausgefallen. Seit vergangener Woche soll das gesamte Personal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden. Laut Verwaltung handelt es sich um 170 Beschäftigte. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht in Ostfriesland leicht zurück. Am Dienstag haben die Verwaltungen 12 neue Fälle gemeldet. Insgesamt sind 602 Menschen mit dem Virus infiziert, 414 davon im Kreis Leer. Hier die Zahlen im Einzelnen.